Hallo ihr Lieben, wir stehen gerade vor dem Hotel Lingbao in Phantasialand und wir wollen euch ein bisschen mitnehmen ins Hotel, wie das Hotel so aussieht, was man hier erleben kann, was man leckeres essen kann, wie die Zimmer aussehen, ja. Werdet ihr aussehen. Wir machen einen kleinen Hotelrundgang. Genau, dann nehmen wir euch heute mit. Ja. Und das Lingbao ist, glaube ich, das ist das älteste Hotel tatsächlich im Phantasialand. Das hat ja 2003 aufgemacht, ja. Ursprünglich unter dem Namen Phantasia. Genau, und 2007 wurde es dann umbenannt in das Hotel Lingbao. Ja, wie ihr gleich sehen werdet, innen drin ist es auch nach dem Feng Shui eingerichtet. Ja. Details können wir euch jetzt nicht sagen, was das alles bedeutet. Nee. Und es soll wohl, als Fun Fact, es soll das größte chinesische Gebäude sein außerhalb Chinas. Ja, es ist auch. Also unser letzter Wissensstand ist das jedenfalls. Genau. Es gibt 4 Zimmerkategorien, die ihr buchen könnt. Einmal das Mönchzimmer. Genau, das Mönchzimmer. Das muss ich mir leider aufschreiben. Das ist im Erdgeschoss meistens gelegen und genau. hat keine Aussicht Richtung Park, meistens Richtung Parkplatz hier raus, den ihr hinter uns hier sehen könnt. Dann gibt es das Konfuzius Plus Zimmer. Das sind auch Zimmer, die liegen aber meistens in den oberen Etagen und haben auch nur Blick nicht in den Park, sondern auch nach draußen auf dem Parkplatz. Dann gibt es das Kaiserzimmer. Genau, das Kaiserzimmer ist schon eine Kategorie mehr und da habt ihr auch Parkblick. Und dann gibt es das Superior-Zimmer. Das Superior-Zimmer, da habt ihr dann noch zusätzlich eine Minibar drin, die im Preis inkludiert ist auch. Aber es passen nur 2 Personen rein, es gibt nämlich kein Stockbett. Und in das Superior-Zimmer werden wir euch auch nachher noch mitnehmen, genau. Und es euch zeigen, weil das haben wir uns heute gegönnt. Genau, das werdet ihr dann gleich noch im Anschluss hier sehen. Aber jetzt gehen wir erstmal, zeigen wir euch die Lobby genau. vom Hotel. Also genießt die Lobby, eine sehr schöne Lobby. Allerdings. So, bis nachher. Hallo, ihr habt jetzt gerade die Lobby gesehen und auch die Lee River Bar. Das ist die eine der beiden Bars, die unten im Erdgeschoss ist. Sehr schön eingerichtet, finden wir. Absolut. Sehr gemütlich, kann man sich ja. gut hinfläzen und auch kann man auch leicht einschlafen, wie manche Kinder also, das tun. Ja, immer schön aufpassen. Man muss auch wieder aufstehen können aus dem Sofa. Ja, das ist sehr, wir sind sehr niedrig. Das ist dann manchmal ein komischer Akt. Richtig.
Ja. Das Hotel selber befindet sich, hat zwei Bars tatsächlich. Ja. Einmal die Lyrical Bar, die ihr gerade gesehen habt. Und dann befindet sich oben nochmal, ganz oben irgendwie vierte Etage. Vierte Etage, ja. Die Dragon Bar. Die macht in der Regel. Sieht man schlecht von hier aus. Ja, die sieht man da schlecht. Da oben. Leider in der Ecke da irgendwo. Ja. Die öffnet aber in der Regel nur am Wochenende. Und erst später und am erst Abend. Und erst später. So also gegen 9, genau. 9, 10 Uhr manchmal sogar auch. Müsst ihr an der Rezeption einfach erfragen. Und meistens steht auch hinten vor dem Aufzug immer ein Schild, wann ihr genau, aufmacht. Genau, richtig. Heute wissen wir es allerdings noch nicht. Keine Ahnung. Heute wissen wir es noch nicht, aber wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste, genau. Dass die heute noch aufmacht, weil die ist auch extremst schön und wäre natürlich schade, wenn wir euch die nicht zeigen könnten. So, wir stehen jetzt hier oben eine Etage höher im Hotelgarten und ihr habt auch schon ein bisschen gesehen und ja, was kommt als nächstes, Alex? Als nächstes werden wir beide jetzt einfach einen entspannten Tag im Park machen. Genau. Wir werden dafür den hoteleigenen Eingang nehmen. Genau, der ist da hinten. Bau. Der ist da hinten. Und heute Abend geht's ins Mambu. Ins Eins Bambu, der ja. zwei Restaurants, das Bambu, die es hier im Lingbao gibt. Das Bambu ist das Buffet-Restaurant hier im Lingbao. Und dann gibt es noch das Lushi. Das ist das à la carte Restaurant, was zurzeit aber nicht geöffnet hat. Nee, das hat momentan zu. Aber das Bambu ist wirklich sehr lecker. Und ihr werdet nachher auch im Bambu noch ein paar Bilder sehen. Ich versuche mal, das Buffet zu filmen und nicht Leute zu stören dabei. Wir geben unser Bestes. Ja. Genau. Ich denke mal, als nächstes werdet ihr das unser Zimmer sehen, wie es hier aussieht. Das denke ich auch. Ja, das Zimmer kommt jetzt. Viel Spaß bei der Roomtour. Das Zimmer. Also wie ihr seht, man kommt direkt durch die Tür rein in ein wunderschön gestaltetes Zimmer. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wurden diese Zimmer vor 3 Jahren ungefähr, nee, 2 Jahren glaube ich, renoviert und alle schön neu gestaltet und mir persönlich gefällt es tatsächlich auch so besser. Wir haben heute ein Superior-Zimmer, was bedeutet, dass wir ein Zweibettzimmer haben, wo normalerweise eigentlich noch ein Hochbett stehen würde. Haben wir eine schöne gemütliche Sitzecke und wir haben eine Minibar. Kaffee, Tee, Snacks, Gläser und ein Kühlschrank voller Getränke. Hier. Man muss dazu sagen, die Getränke sind hier, die sind alle inkludiert im Zimmerpreis. Sie können das alles aussaufen, ohne was extra zu bezahlen. Das ist mit dem Preis drin. Genau. Und der eine an der Rezeption hat vorhin gesagt, nicht zu uns, aber zu jemand anderen, esst ruhig alles auf, alles mit dem Preis drin. Und den Rest nimmt ihr mit nach Hause. Und es gibt auch besondere Sachen hier drin, wie ein spezielles Buddha, Lucky Buddha Bier. Ja, sind ja auch hier im Fantasia, im Lingbao Hotel. Also werden wir mal gucken, ob wir das mal ausprobieren werden. Stimmt. So. Was haben wir denn noch hier zu entdecken? Was ist denn hier schon wieder los? Ach, sind die schon wieder da? Sie geben keine Ruhe.
wollen immer mit. Ja. Immer sind sie da. Was haben wir denn noch hier so Schönes im Zimmer? Was haben wir noch so Schönes im Zimmer? Wir haben eine Wasserflasche kostenlos. Die kriegt man einmal pro Besuch aufs Zimmer gestellt. Also nicht pro Nacht, sondern einfach pro Besuch. Wir haben die schöne Gazette hier. Die Rotburg-Gazette darf nicht fehlen, auch im Lingbaue nicht. Nein, das stimmt. Wir haben unsere Bändchen. Die bedeuten, die müssen wir nachher anziehen. Jeden Tag eine andere Farbe und freundlicherweise haben sie es dazu geschrieben, weil wir sind 2 Nächte hier, also 3 Tage könnten wir in den Park. Und diese Bändchen zeigen den Leuten hier, den Mitarbeitern, dass wir negativ getestet sind oder halt schon durchgeimpft sind oder genesen. Mhm. Also irgendein Beweis, dass wir halt kein Corona haben. Ja. So, was haben wir noch? Es gibt eine Getränkekarte mittlerweile, kann man hier schön aufs Zimmer bestellen lassen und es gibt eine Room-Service-Karte. Mhm. Ansonsten haben wir das mega tolle Bett und wir haben einen Ausblick direkt auf den Pool. Könnt ihr mal rausgucken. Schwimmen auch welche. Hart gesottenen, weil wir haben gerade mal 20 Grad. Aber der Pool ist ja beheizt. Mhm. So, was haben wir noch? Ich habe das Bad noch nicht gesehen, oder? Ich glaube noch nicht. Hier ist das Bett. Genau, das Bett. Nicht wundern, diese Wasserflaschen links und rechts neben dem Bett, die haben wir sehr angebracht. Ja. Klimaanlage. Immer wichtig. Ganz toll. Dann haben wir hier das Bad. Die tolle Seife. Und die Dusche haben wir noch hier. Zwei Personen ein wenig eng, alleine ist besser. Ja, und ansonsten? Haben wir noch einen Schrank. Haben wir noch einen Schrank. Heißt, 2 Handtücher für den Spa- oder Poolbereich. Laundry Service bietet das Hotel an und ja. Aber kein Safe. Safe hat das, ich glaube, durch die Bahn kein Phantasialand-Hotel, oder? Nee. So, dann habt ihr jetzt einen schönen Einblick gehabt in das Superior Room Zimmer. Das war jetzt doppelt gemoppelt, aber macht ja nichts. Und wir nehmen euch jetzt weiterhin mit durch den Tag und zeigen euch auch so ein bisschen das Lingbao und was es hier so Schönes zu entdecken gibt. Frank, gehen wir lecker essen jetzt? Davon gehe ich mal aus. Also wir gehen natürlich ins Bambu und das ist immer sehr gut. Ja, Alex, also, zieht noch kurz an der Hose an. Auch jetzt, wo teilweise beklagt wurde, dass das Buffet reduziert ist, ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwas vermisse. Sehr, sehr schön da. Dann nehmen wir jetzt mal den Aufzug hier, ne? Oh, wir sind jetzt hier im Bambu. Hallo. Im Buffet-Restaurant vom Lingbao. Ja. Und schaufeln uns jetzt ordentlich was zu essen rein. Weil für 33 Euro muss man natürlich schon was abgreifen, ne? Echt? Ja gut, wir haben natürlich 20% Rabatt noch durch unsere Jahreskarte. Haben wir das? Also, ja. Ja klar haben wir das. 20%, ja. Und wir versuchen mal durchs Buffet zu gehen, das mit euch gleich irgendwann. Das machen wir wohl. Ja. Ist zwar mega peinlich, aber ich mach's trotzdem.
Ja, fantastisch wie immer. Also Bambu ist toll. Also ich muss sagen, wir sind Gott. Nein, also wir haben sehr gut gegessen. Wir sind satt. Und voll. Und es war lecker. Und wir gehen gleich in die Dragon Bar. Und dann werden wir da ordentlich versacken. Tschüss. Also das Essen hier ist... ich muss sagen, das gefällt mir am Phantasialand generell sehr. Das kulinarische Konzept, also hier kannst du einfach verdammt gut essen. Das ist in anderen Parks anders. Also ich erinnere mich an einen scheiß Burger im, wo war das? Wally Belgium. Der war scheiße, ne? Der war richtig kacke und teuer. Hier kannst du richtig gut essen. Auch hier heute Abend war richtig toll. Eigentlich so wie immer. Sehr schön. Getränke, ja, muss man dran arbeiten. Es sind leer, das finde ich doof. Haha. Aber ich glaube, ist nicht mehr drin. Der Gäste-Service arbeitet dran. Auf den Zimmern gibt es noch was. Also. Rinn in die hohle Birne. So, Prost, ne? Gleich. Oh, wie hat es dir denn geschmeckt? Ja, wie immer, sehr gut. Sehr lecker. Reichhaltig. Tolles Essen. Kann man nicht klagen. Wunderbar. Und der Eddie, wie hat es dir geschmeckt? Sehr gut. Okay. Eddie schmeckt gut. Andrea, wie hast du denn sehr lecker, ganz ja. Toll, super lecker, ja, wie immer, hier? Perfekt. Was am liebsten hier? Am liebsten diese kleinen Frühlingsdinger, diese Frühlingsrösten, ja. Aber wirklich alles super lecker, man kann alles essen. Und Sophie, was hat dir am besten geschmeckt? Der Nachtisch. Der Nachtisch hat dir am besten geschmeckt. Und die Frühlingsrollen, aber eigentlich alles. Na gut. Und auch diese Spieße, die da immer. Das nicht vorhandene Tapanyaki-Eis. Ja. Das nicht vorhandene. Nein, war keine Kritik. Was? Wie fandst du es denn? Wie ich es heute Abend fand? Ja. Ja, Bambu ist mal eine sehr, sehr schöne Sache. Sehr, sehr lecker. Für jede Auswahl. Du hast Vietnam, du hast Japan, du hast China, du hast Thailand. Für jeden Geschmack ist was dabei. Wer asiatisch mag, ein tolles Buffet. 33 Euro, glaube ich, kostet es der Preis. Aber wir haben ja die Jahreskarte, wir kriegen sogar 20% Rabatt drauf. Und gleich werden wir noch in die Dragon Bar oben gehen und noch schön einen Absacker trinken. Also, wie gesagt, kommt ins Bambu, tolles Buffet hier, es macht Spaß. Also, richtig lecker. Ja, also, kommt rein. Ein Mai Tai. Ein Fancy Drink. Ein Fancy Drink, ja. Mark, was hast du? Ein Old Fashioned. Ah, Old Fashioned. Mirko, was hast du denn schönes bestellt? The All Time and Favorite. Alprinia. Sophie? Ein Ipanema.
Und Kyra? Ein Rosato Bella. Auch hab's ein gelernt. Rosato. Und was habt ihr beiden bestellt? Ihr Süßen? Was denn? Rosato Bella. Rosato auch. Und ich habe mir einen Long Island Icy bestellt. Für den Chaos-Vlog hier. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Wir melden uns nochmal. Jetzt ist unser langes Wochenende schon wieder vorbei. Ja, es war so schön heute im Lingbau. Ja, war da wirklich sehr schön. Also nicht heute, das ganze Wochenende. Mhm. Wir hoffen, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck über das Lingbau hier machen. Und wir haben euch das Lingbau etwas schmackhafter machen können. Genau, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Hotel im Asia-Stil gehalten. Wie gesagt, das größte chinesische Gebäude außerhalb Chinas. Also lasst euch das nicht entgehen. Kommt gerne mal ins Hotel Lingbau, ins Phantasialand. Ihr werdet hier eine tolle Auszeit erleben. Ihr taucht hier direkt in die schöne Themenwelt ein von China. Man ist direkt entspannter. Ja, super entspannt, ja. Also es ist einfach super hier. Ja. Und wir machen uns auf den Weg nach Hause gleich und werden auch schön in Erinnerungen schwelgen, die wir hier an diesem tollen Wochenende hatten. Das werden wir auf jeden Fall. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Hotel oder der Hotelsituation wegen Corona, haut die in die Kommentare. Wir können antworten gerne auf eure Fragen. Das machen wir doch. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, ne, bitte den Daumen nach oben, wenn nicht, auch nach unten von mir aus. Genau. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Freizeitparks, Hotels etc. habt, abonniert doch unseren Kanal und drückt auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Da würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Also ihr Lieben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Ich euch genießt auch. Genießt es. Genau, genießt es. Tschö, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch auf YouTube. Thank you.